Ich steh an deiner Krippen hier, o Jesu, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin und lass dir's wohl gefallen. Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich dir zu eigen gar, eh ich dich kannt, erkoren. Eh ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wolltest werden. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich anbetend stehen. Oh, dass mein Sinn ein Abgrund wär und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Grüß Gott und herzlich willkommen an Heiligabend. Wir befinden uns hier im Gäusestall in Dettingen unterhalb vom Kalverbühle. Wie Sie hören, befinden sich hinter mir die Ziegen. Dieser Stall ist wunderbar charmant und hat eine romantische Ausstrahlung. So oder so ähnlich stellen wir uns den Stall vor, in dem Jesus vor ungefähr 2000 Jahren geboren wurde. Das Neue Testament sagt nicht, welche Tiere in dem Stall damals waren, aber heute sind hier hinter mir die Ziegen anwesend. Corona 2020, das Krisenjahr schlechthin. Das gesamte Jahr ist jetzt schon überschattet von dieser Pandemie und eben auch das Weihnachtsfest. Normalerweise würden wir groß feiern, würden wir viele festliche Bräuche pflegen. In diesem Jahr müssen wir mit vielen Einschränkungen, mit viel Frust, vielleicht mit mancher Traurigkeit leben. Heute möchte ich über das Sehnen des Herzens und die Erfüllung durch Jesus Christus sprechen. Besonders an Weihnachten merken wir die Sehnsucht nach einem wunderschönen Fest. Aber häufig eben nicht nur nach diesem besonderen Anlass, sondern wir merken, dass da hinter sich mehr verbirgt. Es ist die Sehnsucht nach Frieden, nach Vollständigkeit, nach Heilung. Wir wünschen uns Frieden in den Beziehungen. Wir wünschen uns ein friedliches Fest für unsere Familie. Zusammenkommen, eine gute Stimmung haben, eine gute Atmosphäre, kein Streit. Das ist der Friede des Weihnachtsfestes, den wir uns wünschen. Und es ist doch noch viel mehr, nachdem sich unser Herz sehnt. Die Bibel drückt es mit anderen Worten aus. Sie sagt auch, dass es nicht nur an Weihnachten diese Sehnsucht gibt, wir Menschen diese Sehnsucht in uns tragen, sondern auch zu jeder Zeit. Sie sagt es mit folgenden Worten. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes.
Die Sehnsucht des Herzens nach Frieden, Vollständigkeit, Heilung und hier ganz klar ausgesagt nach Erlösung. Wir sehnen uns nach so vielem und gerade an Weihnachten merken wir das noch umso mehr. Wenn wir zum Kern des Festes gelangen, auch in dieser Krisenzeit, dann merken wir, dass die Sehnsucht des Herzens, das Loch im Herzen, das wir durch keinen Weihnachtsbrauch stillen können, dass diese Sehnsucht dort gestillt werden kann. Wir treten zur Krippe, zu Jesus Christus, dem Kind. Diese Krone steht für Jesus Christus, für das Kind, das vor ungefähr 2000 Jahren geboren wurde. Und es verbindet sich doch noch viel mehr mit ihm. Das Alte Testament hat viele Verheißungen, die durch dieses Kind damals erfüllt wurden. Er ist der König der Juden. Und er ist noch viel mehr. Er ist der König der Erde. Er ist unser König, ganz persönlich auch. Jesus Christus. Mit ihm verbindet sich das Herz. Und wenn wir zu ihm treten, dann merken wir, dass unser Herz wirklich erfüllt werden kann. Dass das Loch, das keinen Brauch, keinen Kitsch durch nichts gefüllt werden kann, bei ihm Erfüllung findet. Die Bibel sagt es mit ihren eigenen Worten. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Das Kind in der Krippe ist der König der Erde, der König der Herzen. Jesus Christus erfüllt das Sehnen. In Jesus Christus wurde Gott Mensch. Und dadurch, dass uns Gott in Jesus Christus so unendlich nahe kommt, kann auch echte Heilung, echter Friede und Vollständigkeit Wirklichkeit werden. Da findet das Sehnen ein Ende und Erfüllung. Gerade jetzt in diesem Krisenjahr ist es gut, wenn wir an den Kern des Festes gelangen. Da merken wir, dass so viel Frust sich anhäuft. Dieses Gelangen an den Kern kann dadurch geschehen, dass wir uns einfach darauf besinnen, dass Jesus, das Kind in der Krippe, der König der Erde und unser persönlicher Herr ist. Es kann dadurch geschehen, dass wir beten zu diesem Kind in der Krippe, dass wir für uns oder für unsere Umgebung, für die Menschen, die in Einsamkeit sind oder unsere Angehörigen beten. Und es kann dadurch gelingen, dass wir selber in der Bibel nachlesen, dass wir im Lukasevangelium Kapitel 2 die Weihnachtsgeschichte selber nachlesen. So gelangen wir zum Kern des Festes. Ich wünsche Ihnen gerade jetzt im Corona-Jahr, in dieser Krisenzeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest und dass auch Ihr Herz und das Sehnen ihres Herzens in der Krippe Erfüllung findet.